Nothing but darkness lies ahead, Kratos. Genau, jetzt ist man ja noch in diesem Abschnitt. Ich erinnere mich. Eieieiei. Ah, coole Optik, ne? Erinnert so ein bisschen an den Spartan Rage hier. Calliope! Oder Pandora. Was ist das? Ist auch schon ein kleiner Tease auf God of War 2018, ne? So mit der Perspektive. Over the shoulder. Bin mal gespannt auf das 2018er God of War. Ich kenn's zwar, aber ich habe mir echt nicht viel gemerkt davon. Und was ich dann so insgesamt besser finde. Naja, ich finde, glaube ich, schon die alten God of War Teile besser. Aber ich mag auch die neuen, so ist es nicht. Your father will protect us. Burn this village! Burn it to the ground! Daddy? Kratos! No! No, father, no! My wife. My child. How? They were left in Sparta. Ares! Oh ja. Oh. Wollte gerade sagen, folgen wir weiter der Blutspur, aber sie endet hier. Wie in Max Payne. Ich freue mich auf die Max Payne Remakes. Voll off topic. Kratos, komm. Ich kann dir den Weg zeigen. Hurry. I can help Kratos. Ich komme! Pandora! Auch schön, dass man mit Pandora jetzt irgendwie am Ende, obwohl sie sich opfern wollte, dass er da dann wirklich gesagt hat, nee, will ich eigentlich nicht. Kratos, in the darkness, the fires of hope will set us free. Okay. Ich finde es übrigens ganz schön, dass ich hier trotzdem renne. Das wäre so prädestiniert. Heutzutage wird man, kann ich das simulieren, wird man ungefähr in der Geschwindigkeit hier langlaufen. Aber hier, nein. Hier darf man trotzdem noch schnell laufen. Finde ich gut. Gefällt mir. Quest for ultimate power. You can see the light. It is changing you. It is time to lay your fears to rest. The light reveals the truth. The power of forgiveness comes from within. To be forgiven, you must find the power to forgive yourself. Selber schuld, Kratos. Naja, mehr oder weniger. Der Rage von Ares war einfach zu stark in ihm drin oder so. Dass er nicht gesehen hat, dass er gerade seine Frau und seine Tochter ersticht, auseinanderrippt. Oh. Und da ist es schon wieder passiert, am Ende des letzten Spiels. Ach ja. Ich darf hier nicht weiterrennen, deswegen renne ich mal wieder zurück.
Gott, bin ich schon weit. Ich bin da, Athena, bald bei dir. Kratos. Fear drove Zeus to kill his father Kronos. The same fear that brought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you, his own son. Zeus uses fear to keep you in the dark. Confront your demons and lay them to rest. Ich glaube, das machen wir gerade, ne? Gerade unsere Familie to rest gelaid, jetzt Athena. Denn unsere Ängste sind wahrscheinlich die einzigen Personen, die wir je geliebt haben oder gemocht haben, die wir ermordet haben, die es nicht mehr gibt. Die Angst, die Erinnerung daran. Der Anfang von Teil 1. Do you remember that day, Spartan? I wanna know you, Commander. Good luck with that little whore you call Pandora. You cannot change your destiny, mortal. I gave you everything. Please. Diese unsichtbare Wand. Wow. Futsch. Ja. Kannst du das? Leider sehe ich es nicht. Ah. Das dauert eigentlich nochmal ganz schön lange. Ich glaube, ich werde das hier doch nochmal in zwei Folgen unterteilen. Das Rote verschwindet langsam. Wie lange noch schwimme? Oh, da ist eine Insel. Die Insel der Rückkehr in die echte Welt. Komischer Zeus-Geist, der mich hier gerade einnimmt. Ach, die Büchse. Die Büchse. Jetzt muss ich so langsam laufen. As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Jetzt ist sie nicht leer. Makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. Oh.
Oh Junge. Mal kurz. Ego. Ne, ich will nicht sagen Shooter, aber. Geil. Oh, sogar in die Luft geht's. Okay, cool. Kann ich auch blocken? Ja, da kann man einfach gar nichts anhaben. Das ist der Witz. Okay. Dum, da-dum, da-da-da-da-dum. Oh, Junge. Tja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kommt der Part, den ich schon das ganze Spiel lang erwarte. Von dem ich mir nicht mehr sicher war, wann er eigentlich kommt. Aber es ist beim Endboss. Jetzt geht's los. Mögt ihr Gewalt? Oh, das war ein komischer Übergang gerade. Ja. Ich wusste noch, dass es so ein Part gibt, wo man einem Gott so lange in die Fresse haut, bis der ganze Bildschirm rot war. Ich war mir nicht mehr sicher bei welchem, aber es war tatsächlich bei Zeus. Tja, jetzt wisst ihr, wo ja Last of Us 2 diese Szene hat. Du machst God of War besser, wie ich finde. Weil es ein übertrieben brutales Spiel ist, im Sinne von Fantasy-Gewalt, Comic-Gewalt, der in Last of Us einfach nur edgy sein will. Also Last of Us 2. Okay. Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir müssen einfach irgendwann aufhören, aber es fühlt sich gerade so gut an. Ein bisschen Mario noch, ne? Da. From the bondage of Olympus and cleansed in chaos, mankind is now ready to hear my message. Look around you, Athena. The world stands in ruin. What good is your message? Go if you must. But first, I insist you give me the power from inside the box. The box was empty. That can't be true. I can see it in your eyes. You used my power to kill Zeus. You still have it as we speak. Don't you understand? When Zeus gathered all the evils and placed them in the box, I dreaded what would happen if it was opened again. And so, I summoned the most powerful weapon in the world, and I placed it in the box. I told you, it was empty. Pandora was sacrificed in vain. She died because of my need for vengeance. You must be mistaken. You used my power to kill Zeus. I saw you do it.
Unless... Of course. When you open the box, you release the evils to the gods. Infected them. Changed them. Zeus himself fell prey to the dark evils. This is why he became so enraged and obsessed with your death. He was consumed by the evil, fear. I thought the power I placed in the box was never released. All these years, I assumed you drew from the evils inside to destroy Ares. But I was wrong. You took from the box is mine. From it, you gained the strength that Zeus could never destroy. A strength great enough to overcome fear. Locked deep inside of you, Kratos, is hope. It has remained buried, trapped by your guilt and the failures of your past. When you killed Zeus, you must have allowed something to awaken it. What was it, Kratos? Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. What was it, Kratos? All I remember is what I have lost. That is why you should give me the power. I understand its true meaning and where it belongs. I trust you to do the right thing, Kratos. You shouldn't. You owe me this, Kratos. I owe you nothing. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered your revenge on Zeus. It is over, Athena. You would dare strike me down? Again? My vengeance ends now. No! Na toll. Die könnte wegrennen. Momentchen mal. Disappoint me, Spartan. Oh shit! Hey, Stick Asmussen, da ist er. Okay, da habe ich auch ein bisschen doof geguckt, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, Kratos hat sich einfach selbst gekillt. Um dem Ganzen hier mal einen Schlussstrich zu setzen. Ja, da war jetzt auch nochmal ziemlich viel Twist bzw. Story jetzt am Ende. Ich meine, im Endeffekt ändert es jetzt nicht so viel daran. Also eigentlich schon bei der ersten Öffnung der Box in Teil 1 haben wir quasi die Götter infiziert mit der Wut. Weil bis dahin war ja eigentlich nur Ares der Feind, ne? Die anderen ja noch nicht. Und als dann plötzlich in Teil 2 Zeus uns verraten hat, das war ja auch ein bisschen
ungeahnt, sag ich mal. Auch wenn er es, glaube ich, nie so richtig leiden konnte, aber naja. Aber ja, ja, seitdem sind sie quasi infected und wir haben die Kraft von Athena erhalten, die sie halt auch in die Box gesperrt hat. Die sie jetzt sozusagen wieder zurückhaben wollte am Ende. Ich habe das jetzt so verstanden, dass sie einfach damit ihre Kraft zurückhaben wollte und jetzt quasi so gesehen alleine vielleicht irgendwie Herrscherin des Olymp sein wollte, weil, naja, ist ja niemand mehr da. Wir haben alle gekillt. Ich glaube, es gibt keinen Gott mehr, der noch überlebt hat oder der irgendwo noch darum existiert, in der griechischen Welt zumindest. Und Athena, naja, eigentlich lebt sie auch nicht mehr, aber als Geist gibt sie noch, ist das so. Warum sie jetzt so ganz als Geist noch herumlaufen durfte, weiß ich selber nicht so ganz, aber naja, nehmen wir es mal so hin. Aber jetzt so ganz verstanden, was jetzt der Selbstmord am Ende bedeutete, weiß ich nicht. Ich glaube einfach so aus meiner Sicht, er hat selber keinen Bock mehr, er hat jetzt alles erledigt, was er erledigen wollte. Er will Frieden, er will mit seinem Leid nicht mehr leben. Er wollte sich ja eigentlich schon am Anfang von Teil 1 umbringen, ne? Von daher hat er es jetzt getan, so in etwa. Und wahrscheinlich damit dann auch irgendwie, Dingenskirchen, Athena, denied, dass sie, ja, Special Thanks Elijah Wood. Okay. Ich glaube, Elijah Wood hat eine Sprechrolle in dem PSP-Ableger, der als nächstes kommt. Oh, gibt es schon irgendwie einen Teaser oder so? Ich weiß es nicht. Und irgendwie haben wir das jetzt denied. Ich weiß es selber nicht so ganz genau. Aber naja. Tja, jetzt fragt man sich, wie zum Fick hat Kratos das überlebt? Ihr habt das Riesenloch eben in seiner Wampe gesehen. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das im 2018er God of War dann wirklich nochmal so richtig aufgegriffen wird. Wahrscheinlich schon und ich habe einfach nur nicht hingehört. Aber ja, er hat es irgendwie überlebt. Denn 2018er God of War ist ja kein Reboot im eigentlichen Sinne, sondern wirklich eine Fortsetzung. Es ist der gleiche Kratos, er hat all das erlebt, was in der griechischen Saga hier passiert ist. Mal schauen, mal schauen. Ghost of Sparta und Ascension spielen ja beide vorher, deswegen werden wir da keine Antworten finden. Aber ja, vielleicht mal zum Spiel selbst, ne? Geil! Hat wieder richtig Bock gemacht und ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, von den alten Teilen ist God of War 3 der beste. Ich glaube, ich würde ihn ganz oben einranken. Das ist aber wirklich auf hohem Niveau, beziehungsweise das Gefälle ist jetzt nicht besonders stark. Ich finde aber, der Teil hat auch einfach das geilste Pacing so. Teil 1 hatte dann halt zwischendurch so ein paar Rätsel. Ich meine, der ganze Kronos-Tempel ist halt ein bisschen anstrengend so, ne? Teil 2 gab es auch so ein paar Passagen, die mich ein bisschen genervt haben. Und Teil 3 buttert halt einfach so durch, ja? Es hört nicht mehr auf. Alle halbe Stunde killt man irgendeinen Gott. Zugegebenermaßen, das sind jetzt nicht immer die besten Bosskämpfe so, aber man hat einfach einen Pacing. So, nichts irgendwie langatmiges. Man ballert einfach durch. Es hat wahrscheinlich das beste Kampfsystem von allen, habe ich zumindest das Gefühl. Das Kombo-Potenzial ist hier noch am größten. Und ich muss wirklich gerade sagen, der Endboss, vor allem halt die erste Phase, die war ja so geil. Das hat so Spaß gemacht, ohne Scheiß. Also ja. Für mich wahrscheinlich der beste God of War Teil, auch ganz allgemein von denen, die ich gespielt habe. Dass die beiden, die jetzt noch kommen, das ablösen, bezweifle ich. Und Ragnarök wird das auch nicht ablösen, also von daher, ja. Ist God of War 3 wahrscheinlich so für mich der beste God of War Teil. Ja, ich freue mich trotzdem auf die nächsten Teile sehr, sehr, sehr doll. Ich bin mal sehr gespannt, was bei den nächsten beiden Teilen erwartet, denn die kenne ich ja selber noch nicht. Ghost of Sparta wird, ja, glaube ich, ähnlich wie Chains of Olympus, einfach relativ kurz, relativ gemächlich so, ne? Ich glaube, es soll ein bisschen besser sein als Chains of Olympus. Zumindest ist, glaube ich, so die allgemeine Kritik zu der Metascore, sag ich mal, glaube ich, ein bisschen höher. Aber ja, erwartet man ja auch so. Ich glaube, es ist ja relativ zum Ende dann schon der PSP-Ära entstanden. Die Vita war nicht mehr weit, so in etwa. Ja, mal gucken. Ja, dann steht jetzt für mich auf jeden Fall noch an, das Spiel auf Hard durchzuspielen. Vielleicht werde ich das sogar gleich einfach mal probieren, diesen Trick. Mal gucken, ob ich es direkt hinkriege. Also für mich privat, ne? Und dann demnächst im Stream werden wir dann gemeinsam, ja, die Olympus-Herausforderung, wie auch immer sie jetzt hier heißt, gemeinsam machen. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber eigentlich ging es ja dann immer mit ein bisschen, ja, Wissen, sage ich mal. Im letzten Teil, im PSP-Teil, war es gar kein Problem. Im ersten Teil war nur die letzte Challenge scheiße. Bei God of War 2 war es halt scheiße, weil ich nicht alles geupgradet hatte. Nachdem ich dann alles geupgradet hatte, dann war es super einfach. Und ich hoffe mal, dass es hier ähnliches ist. Und dadurch, dass ich jetzt alles upgegradet habe, hoffe ich, dass es dann halbwegs gut funktioniert. Sicherlich wird ein, zwei Challenges dabei sein, die ein bisschen scheiße sind. Aber es gehört ja auch dazu.
Ja, ich freue mich drauf, das dann mit euch gemeinsam zu machen. Und dann hoffentlich mit euch auch gemeinsam die Platin-Trophäe zu bekommen. Wenn es halt mit dem Trick funktioniert, mit dem Hard-Mode, dann werde ich ja gleich bald schon die Trophäe haben. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken, ob ich es dann vorher schaffe, das Spiel nochmal fix durchzuspielen. Ich bin ja jetzt ein paar Tage in der Heimat und ich habe auch schon gedacht, ich werde auf jeden Fall meine PlayStation mitnehmen, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Weil ich habe sowieso momentan so viel noch zu zocken und so, deswegen, wenn ich dann, selbst wenn ich dann jeden Abend nur so ein Stündchen habe, dann lohnt sich das schon. Ja, ich hoffe, ich kriege sie halt gut mit, weil ich will jetzt eigentlich nicht einen fetten Koffer mitnehmen, sondern eigentlich nur meine Tasche. Meine Sporttasche und ich hoffe, die PS5 passt da rein. Mal gucken, kriegen wir schon hin, oder ich nehme es einfach in die Hand und dann werde ich wahrscheinlich irgendeinem Bahnhof ausgeraubt. Ich freue mich. Ich habe ja gerade PS Plus, also die Spielstände sind dann auch da, ist halt so schlimm. Die PlayStation 5, die weg ist, kein Problem, kaufe ich mir einfach neu, ich habe Geld. Aber die Spielstände, die weg sind, oh, das ist das Drama. Nee. Aber ja, ich freue mich sehr drauf. Schön. Ja, ach schön, God of War, ich mag die God of War-Reihe. Mal schauen, ne? Also der nächste Teil, Ghost of Sparta, mal gucken, wann der dann kommen wird. Ghost of... Ja doch, das ist eins. Chains of Olympus und Ghost of Sparta heißt es, glaube ich, ne? Weil ich bin ja... Kratos ist der Ghost of Sparta. Warum sollten es dann mehrere sein? Und die Kette? Aber die Kette ist ja eigentlich auch nur eine, ne? Hieß es Chain of Olympus oder Chains of Olympus? Ich habe es gespielt, ich habe... viele Videos, wo das im Titel steht und hoffentlich auch richtig steht, aber ich habe es selber schon wieder vergessen. Naja. Aber ja, wann wird der kommen? Keine Ahnung. Ich denke mal doch in diesem Jahr irgendwann so, vielleicht in ein paar Monaten. Wie gesagt, ich will die ja eigentlich dann auch jetzt relativ fix weiterspielen und da der nächste Teil auch nicht so lang sein wird, da es wahrscheinlich wieder so ein Spiel wird, was maximal in 20 Folgen durch sein wird, kann man das halt auch mal recht gut zwischendurch spielen. Teil 3 jetzt war ja auch der kürzeste tatsächlich, ne? Also von der Partzahl her, selbst wenn ich den letzten jetzt nochmal in zwei Teile splitte, sind wir, glaube ich, bei 27 Folgen. 27, oh, ich hasse dich, Julian. Ich glaube, 27 Folgen. Und God of War 2 war 28 Folgen und God of War 1 war 30 Folgen. Post-Credit-Scene. Kratos ist weg. Oh, remastered. Credit, scheiße. Ja, das ist so der einzige Hinweis, den man hat, ne? Kratos war nicht mehr da. Man hat aber die Blutspur da gesehen, also... Er hat es irgendwie geschafft, da doch noch wegzukommen. Vielleicht ist er selbst weggelaufen. Vielleicht hat ihn irgendwer weggezogen, sozusagen. Und ihn geheilt. Ich weiß es nicht. Ich wette, irgendwo in der Lore gibt es da eine Begründung, wie er es geschafft hat. Ich wette, das wird irgendwo im 2018er Teil. Oder in vielleicht spätestens Ragnarök oder so. Nochmal geklärt, vielleicht ja auch in irgendeinem der nächsten Teile der Prequels, vielleicht erwähnt da vielleicht begegnen wir da irgendeiner Person, die dann sagt, ach ja, Kratos, wenn du dich irgendwann mal selbst umbringst, werde ich dir helfen oder so, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas und dann weiß man so, ah, okay, das ist also passiert. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt, das rauszufinden. Ach schön, ja, wo war ich gerade? Irgendwas wollte ich gerade noch erwähnen, oder? Ja, achso, der kürzeste Teil. Wobei God of War 2, trotz zwei Folgen weniger, rein von der Länge her, länger war als Teil 1, weil ich da einige Folgen zwischendurch hatte, die echt länger gingen, weil ich einfach keinen Speicherpunkt gefunden hatte und dann halt noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen musste. Das war hier sehr nett, also die Speicherpunkte waren sehr, sehr gut verteilt. Man hat eigentlich immer nach 20 Minuten Folgenende hat man immer eigentlich einen Speicherpunkt gehabt. Ganz selten musste ich mal 2-3 Minuten noch eben spielen, bis ich mal hatte. Copywriter John Williams. Schön. Tja, wenn es mit Musik nicht mehr läuft, dann muss man der Copywriter werden. Es wird ein anderer sein, ich weiß. Ach ja, ach ja. Ja, ne? Boah, fast eine Stunde ist jetzt diese letzte Folge, die ich wahrscheinlich... Ja, ich werde sie nochmal zwei teilen, auf jeden Fall. Gerade, weil ich ja jetzt dann auch bei meinen Eltern bin und da brauche ich dann einfach auch mehr Folgen. Für die Zeit. Schauen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal die Trophäen an. 2015 kam das Remaster, okay, also auch schon wieder 9 Jahre her. Ah. Ach ja, ach ja. Congratulations on defeating God of War 3. You have unlocked challenges, genau. Chaos Mode, Very Hard Difficult. Das müssen wir zum Glück nicht machen. Wir müssen auf Titan, das ist es, glaube ich, ne? Costumes and Videos. Hm, vielleicht gibt es bei Videos ja auch schon was Cooles. Genau, können wir mal schauen. Treasures ist es ja immer. Genau. Challenges. Challenge of Olympus, okay. Challenge of Exile.
Ich gehe mal kurz rein. Population Control. Bare Hands. Achso, das sind die alle schon. 7 Stück, okay. Ey, Matador, ole! Simply Smashing. Ah, alle Uhren. Okay, man sieht schon, was man... Man kann hier eine beliebige Reihenfolge machen. Ist ja auch schön. Das ging damals, glaube ich, nicht, ne? Ah, schön, ja. 7 Herausforderungen. Die gilt es demnächst im Stream zu killen. Was ist denn das? Challenge of Exile? Kommt das da auch noch zu? Kill 4 Kratos. Also wahrscheinlich der rot angemalte da. Der rot leuchtende. Use Protection, Leute. Ist wichtig. Okay. Kommt das auch noch dazu? Muss ich das auch machen für die Trophäe? Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Also zumindest heißt die Trophäe, glaube ich, nur Challenge of Olympus clearen. Naja, wir können ja mal im Stream reinschauen, wenn es schnell genug geht. Ja. Ja, Costumes. Da kann ich mir sogar angucken, direkt. Schön. 4 Kratos, genau. Apollo. Morpheus Armor. Phantom of Chaos. Ah ja, guck mal, der Trophies are disabled, steht da sogar. Ja. Das sind die ganzen Sachen, die ich quasi freigestellt habe. Gibt es auch irgendwo, wo das nicht steht? Nein. Deimos! Ah, schön, das dürfte... Oh, das ist bestimmt ein Remaster-exklusiv, oder? Das dürfte der Bruder von Kratos sein. Der im nächsten, im PSP-Spiel quasi wichtig wird. Quadruple their value. Okay. Ja, genau, man sieht's. Trophies are disabled. Also ja. Man muss es dann ganz regulär machen. Ja, Videos, was gibt's denn so? The Making of God of War 3, Animation, Camera Design, Character Art, Combat Environment, Level Design of Captain Music, Creating Poseidon, Programming, Quality Assurance, Stack Art, User Interface, Visual Development, Visual Effects, Voice Acting, Game Cinematic, Opening Credits. Achso, das sind die ganzen Cutscenes. The End, okay. Gut. Kein Trailer oder so fürs nächste. Aber gut, vielleicht im Originalspiel, ne? Vielleicht war es im Originalspiel und hier jetzt nicht mehr, weil zu dem Zeitpunkt war dann ja schon, da war sogar Ascension dann schon raus, logischerweise. Naja. Nicht, mein Problem. Was? Gucken wir uns dann nicht an. Okay, ja, dann können wir mal die Trophäen uns anschauen, wie es jetzt eigentlich aussieht. 82%. Ich mach mal das. Dann gucken wir uns mal alle an, auch die, die ich halt damals bekommen habe. Hier, 2020 war es, als ich es gespielt habe. Öffnen der Schleusentore, erledigen Sie Poseidon. Ja, wahrscheinlich auch direkt die erste. Bringen Sie den Bogen des Apollo in Ihren Besitz, entdecken Sie den geheimen Hades-Armenraum. Das war da, wo diese ganzen Arme überall ankamen. Ich meine, so geheim war er nicht. Man musste da, glaube ich, nicht rein, aber der war halt super offensichtlich. Da war einfach eine Truhe drin, so. Erledigen Sie Helios, erledigen Sie Hermes und bringen Sie seine Stiefel in Ihren Besitz. Unterhalten Sie Aphrodite erfolgreich. Schön, dass es fast alle haben, weil keiner drückt da nein. Trennen Sie Gaias Hand ab. Ich erinnere mich. Öffnen Sie die Tore von Tisiphone. Retten Sie Pandora, relativ zum Ende. Sorgen Sie dafür, dass die drei Richter die Kette loslassen. Haben wir quasi auch heute, also für mich heute gemacht. Ja, die 1000-Treffer-Kombo haben wir im Let's Play geschafft. Ne, vor ein paar Tagen. Ist schon eine Woche her, als ich es gemacht habe. Du Scheiße. Eine 1000-Treffer-Kombo. Es war doch sehr viel einfacher, als ich dachte. Also, ich meine, 3% nur. Nehmen Sie 1 Olympwächter auseinander. Ich weiß nicht genau, was jetzt ein Olympwächter war, aber gut, ne? Blenden Sie 100 Gegner mit Helios Kopf. Auch erst vor kurzem geschafft. Am 19.06. am Geburtstag meines Vaters. Das ist jetzt auch schon 3 Tage, ja. Habe ich nicht gerade erst angerufen? Mittwoch, ne? Krass. Verletzen Sie den Hunden 50 Tritte. Ja, auch sehr gut, dass ich das gefarmt habe an der einen Stelle so ein bisschen. Weil alle Hunde danach waren ja dann irgendwie in so stressigen Situationen, wo das dann einfach, ja, stressig geworden wäre. Stecken Sie 100 Gegner mit dem Bogen des Apollo in Brand. Ne? Das sind genau die 3 Trophäen, die ich halt echt so ein bisschen farmen musste. Beschwören Sie alle Seen mit den Hades-Klauen. Genau, das habe ich ja damals noch fix gemacht. Habt ihr jetzt leider nicht gesehen, aber naja. Bedecken Sie Kratos mit 500 Kübeln Blut seiner Gegner. Ja, ist ja quasi neu, dass hier auch das Blut irgendwie mal auf Kratos so kleben bleibt für eine gewisse Weile. Weilen Sie 3 Zentauren-Generäle aus. Verbessern Sie. Das ist einfach fast 4 Jahre her, als wir das gespielt haben. Andi und ich, Alter, das kommt mir noch nicht so lange hervor. In den nächsten 4 Jahren bin ich 30. Okay, jetzt habe ich eine Existenzkrise. Ah! Ich habe sie besiegt. So, weiter geht's. Verbessern Sie eine Waffe um eine Stufe. Simpel. Erledigen Sie Ökules. Erledigen Sie Kronos. Erledigen Sie Zeus. Erledigen Sie Hades. Ja, Zeus ist dann wohl die letzte Trophäe, ne? Erledigen Sie Hades. Bringen Sie Boreas Eissturm in Ihren Besitz. Lösen Sie das Rätsel von Heras Gärten. Ja, einfach halt durch, ne? Sammeln Sie alle Gorgonenaugen, alle Phönixhörner, alle Mitaurenhörner. Hier nur Beweis, die haben wir damals geschafft, irgendwie. Und die anderen beiden nicht, obwohl die anderen beiden viel mehr Prozente haben. Keine Ahnung, was da damals passiert ist, aber ja, irgendwie zufällig die alle gefunden. Oder fast alle. Und da fehlte wahrscheinlich auch nicht viel, aber naja.
verbessern Sie alle Waffen vollständig. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ja, schließen Sie das Spiel ab. Ja, und die beiden, die noch fehlen, schließen die Olympia-Herausforderung ab und schließen das Spiel im Titan-Modus ab. Wie gesagt, ich hätte bereits im Let's Play den Titan-Modus machen können, aber ich dachte mir, ah nee, ich will mich im Let's Play nicht quälen durch so unnötig schwere Kämpfe. Dann hätte ich wahrscheinlich viel mehr rumgeraged da. Einfach normal durchspielen, was ist dann mein Problem? Alle göttlichen Besitztümer sammeln, genau, der Guide hat geholfen. Und schließen das Labyrinth ab, ohne ihr Leben zu lassen oder zu scheitern. Das ist einfach schon die seltenste Trophäe überhaupt. Ja, ohne den Trick, auch super anstrengend. Also es ist halt wirklich, es ist ja nicht so schwer. Ne? Die Kämpfe an sich da drin sind halt relativ einfach. So das Einzige, was wirklich herausfordernd ist, so ein bisschen ist dann halt, wenn sich die Kisten da drehen, dass man dann wirklich an die fliegenden, an die, was sind das für Viecher, Gargoyles? Ne, keine Ahnung. An diese fliegenden Dinger sich ranzieht, um nicht aufgespiked zu werden. So, das ist so ein bisschen die einzige Challenge eigentlich. Die restlichen Kämpfe sind relativ leicht. Und die ganzen anderen Passagen sind halt eigentlich auch leicht. Man muss halt nur wissen, wo man hin muss und was man machen muss. Das ist ja das Problem. Und wenn man das erste Mal ist, oder so wie ich nach 4 Jahren, dass es das erste Mal spielt und das halt einfach nicht mehr weiß, so dann, ja. 19.06. habe ich das auch gemacht. Habe ich nicht seitdem überhaupt wieder aufgenommen? Habe ich nicht, ne? Krass. Egal. Ja, da scheitert man halt einfach so beim ersten Mal, weil man dann einfach nicht alles direkt perfekt macht. Aber wenn man es halt weiß, wenn man es wirklich einmal quasi... Ich glaube, das Klügste, wenn man nicht den Trick anwenden will, ist es wirklich am Anfang diesen Speicherpunkt zu machen, dann das einfach einmal durchspielen, um alles zu lernen und dann halt einmal durch und dann klappt das wahrscheinlich auch. Man muss halt wirklich einmal wissen, was man tun muss. Und man darf nicht dumm hängen bleiben, ne? Ich bin ja einmal in dieser Kante da beim Klettern hängen geblieben, bin da nicht verreckt. Das war halt auch ein bisschen dumm so. Aber naja. Aber der Trick, ne, hat's gemacht. Ja. Wie gesagt, das würde ich jetzt sehr gerne offscreen holen. Ich werde es gleich direkt einfach mal probieren, ne? Vielleicht klappt's ja. Und dann machen wir gemeinsam im Stream auf jeden Fall das. Und wenn das geklappt hat, dann bekommen wir das im Stream und dann zusammen damit auch die Platin-Trophäe. Und wenn nicht, weiß ich nicht, ob ich es bis dahin schaffe, dann wirklich auch den Titan-Modus schon durchzuspielen. Ja, wenn nicht, ist er auch nicht so dramatisch. Dann kriege ich Platin-Trophäe halt alleine für mich dann, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, war ja in den letzten Spielen. Wobei, doch beim PSP-Spiel haben wir die gemeinsam bekommen. Bei God of War 2 auch, weil ich das Spiel nicht nochmal durchspielen musste. Bei God of War 1 habe ich es halt auch privat dann erst bekommen. Ja, ja. Gut, Leute. Aber dann wird es jetzt auch mal Zeit, hier zu beenden. Ich hätte nicht gedacht, dass diese letzte Folge dann sozusagen noch eine Stunde geht. Aber so ist das halt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen dieses Let's Plays. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß at this point übrigens nicht, was das nächste Let's Play wird. Ich muss da wirklich nochmal drüber nachdenken. Ich hätte auch nicht gedacht, dass God of War 3 schneller endet als Final Fantasy 7. Aber Final Fantasy 7 endet ja einfach nicht, diese Kackscheiße mit diesen ganzen Minispielen. Ich könnte mich wieder aufregen über dieses Spiel. Aber das lasse ich hier mal. Muss ich nochmal nachdenken, aber ich habe ganz viele Spiele zur Auswahl. Also es wird nicht daran scheitern. Gegebenenfalls dauert es jetzt ein paar Tage, bis dann wirklich das nächste Projekt kommt. Weil ich glaube, wenn ihr das hier seht, ich müsste jetzt rechnen. Aber ich glaube, wenn ihr das hier seht, bin ich halt noch bei meinen Eltern in der Heimat. Und ja, ich will jetzt nicht noch vorher was anfangen. Also wenn ich dann wieder hier bin, Anfang Juli, ich weiß nicht genau, wann ihr das hier seht, dann gibt es auf jeden Fall ein neues Let's Play. Mal gucken, ich stöber mal, ich gucke mal in meine Liste und nehme das, was ich am meisten fühle. Ja, und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Und dann irgendwann, demnächst, in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch, irgendwann, wenn es mal so ein bisschen passt zwischendurch für so ein wieder etwas kürzeres Spiel, bei God of War Ghost of Sparta. Ich freue mich. So, da hört ihr übrigens die tiefe Männerstimme. Great. Und ich glaube, am Anfang, guckt noch mal in die erste Folge rein. Da war das ein Chor. Also da war es so, also ein Chor. So ein hellerer Frauengesang, der das gesungen hat. Die das gesungen hat, so, Kratos. Halt eher so, ne? Ich verstehe schon. Ich weiß auch nicht, ab wann sich das geändert hat. Irgendwann ist es mir auf einmal aufgefallen, so, Naja. Gut, ne? Danke fürs Zusehen. Euer Friesen verabschiedet sich. Ich muss jetzt noch privat andere Dinge machen. Von daher verlieren wir nicht weiter Großworte. Es war mir eine Ehre. God of War ist geil. Macht Spaß. Und... ja, bis denne. Bis später. Peter. Serie. Okay. Was auch immer. Ciao.